Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem heutigen Video wollen wir mal über das Thema Winter-DLC sprechen, beziehungsweise was wir jetzt im Winter erwarten können von Rocksteady Games. Denn Rocksteady Games hat ja bestätigt, dass im Winter das größte Update kommen wird, was wir bis jetzt in GTA Online überhaupt gesehen haben. Und das hat für viel Spekulation gesorgt. Und jetzt haben wir anscheinend Klarheit, was wir bekommen werden. Bekommen wir eine Map-Erweiterung? Bekommen wir ein Gebäude? Das werden wir heute in dem Video besprechen. Bevor wir dazu kommen, Leute, würde es mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr keine Informationen mehr in Bezug auf GTA oder GTA 6 verpassen wollt, hier seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Die neuesten Spekulationen, Leaks, Gerüchte, alles habt ihr hier am Start. Und hier seid ihr am besten versorgt, wenn es ums Thema GTA bzw. halt Rockstar Games geht. Zudem könnt ihr mir auf Instagram folgen, dort heißt GTA 63. Dort kündige ich immer Livestreams an und lade auch dort die Highlights hoch und poste auch andere Sachen, wie zum Beispiel etwas zu PS5 oder Xbox Series X oder andere Gaming-Sachen. Dort seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand, wenn es ums Thema Gaming geht und natürlich GTA. Vorab erstmal schöne Grüße an die ganzen Zuschauer, die mir diese Informationen zugeschickt haben. Auf euch ist immer Verlass und Leute, wenn ihr mir Informationen zuschicken wollt, dann könnt ihr es per Instagram machen. Wie gesagt, wenn diese auf jeden Fall interessant sind, dann mache ich auch ein Video drüber. Und hier nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch, die mir Informationen immer wieder zuschicken, weiß ich sehr zu schätzen. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem Video, ja? Und zwar hat Tesvan, auch ein Insider von Rockstar Games, bestätigt bzw. angedeutet, dass das Winter-DLC Dezember 2020 kommen wird. Ob es Ende Dezember sein wird, beziehungsweise an Weihnachten oder Anfang Mitte, das wissen wir momentan nicht, aber es wird auf jeden Fall im Dezember rauskommen, laut Tesvan. Und wir haben noch einen Leaker, und zwar den Jan. Und Jan kennt ihr wahrscheinlich auch alle, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Und zwar Jan war ein Leaker von Rockstar Games. Er hat sehr viele Sachen zu den DLCs geleakt und die waren auch immer richtig. Rockstar Games hat sogar irgendwann mal Jan angeschrieben und gesagt, hier Jan, hör auf, unsere Sachen zu leaken. Und sie haben sich anscheinend privat irgendwie auf irgendwas geeinigt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, seitdem hat Jan aufgehört, irgendwas im Bezug auf GTA zu leaken. Denn er hat auch damals gesagt gehabt, dass er aufhören wird, sobald Rockstar Games oder Take-Two Interactive auf ihn zukommt und ihm darum bittet. Und er hat sein Wort gehalten. Aber jetzt leakt er nicht mehr öffentlich Sachen, sondern er versteckt seine Leaks, ja. Und genau das hat er jetzt auch hiermit gemacht. Er hat was zum Winter-DLC gepostet und das schauen wir uns mal an. Er hat geschrieben, es gibt eine Sache, was ich an der GTA 5 Map mag. Und das ist die Landschaft. Erstmal, wenn man schaut, man merkt gar nichts, alles sieht ganz normal aus. Er hat nur gesagt, dass er die Landschaften mag. Aber schaut mal auf die zwei Wörter. Und zwar is und land. Die zwei Wörter sind mit einer anderen Schriftart geschrieben worden als die anderen Wörter. Und wenn man die zwei verbindet, kommt Island raus. Ja, und Island heißt auf Deutsch Insel. Also bestätigt Jan quasi hiermit indirekt, dass wir im Winter-DLC, was wir jetzt bekommen werden, eine Insel sehen werden. Ja, weil Rockstar Games hat auch gesagt, dass wir mit dem Winter-DLC, was jetzt kommen wird, einen komplett neuen Schauplatz erhalten werden. Und ich habe auch im Video gesagt, dass ich eher erwarten würde, dass wir eine Insel bekommen. Macht einfach mehr Sinn, anstatt zum Beispiel Liberty City. Eine Insel würde vom Aufwand her für Rockstar Games nicht so viel Zeit kosten, wie zum Beispiel an Liberty City oder North Yankton. Ja, eine Insel wäre vom Aufwand her geringer und würde trotzdem neue Sachen bieten, um die Spieler bei Laune zu halten. Also wäre eine Insel ziemlich perfekt. Eine zweite Möglichkeit wäre ein Gebäude. Habe ich auch damals gesagt, zum Beispiel das Gebäude, was noch nicht fertiggestellt worden ist. Eventuell sollte das fertiggestellt sein. Das kann auch sein. Aber wenn man jetzt den Leaker Jan vertrauen kann, dann kommt anscheinend mit dem Winter-DLC eine große, beziehungsweise eher eine kleine Insel, worauf wir dann die Heist-Mission auch spielen werden, die auch mit dem Winter-DLC rauskommen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Rockstar Games machen wird. Und wenn ihr auch, wie gesagt, keine Informationen mehr darüber verpassen wollt und wenn das Winter-DLC rauskommt, Leute, werden wir das auch im Stream zocken. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, endlich mal was Neues von Rockstar Games, weil wir haben seit gefühlt einem halben Jahr nichts ordentliches gesehen. Das Sommer-DLC war auch nicht so gut und ich hoffe, das Winter-DLC wird mal was Krasses sein, worauf wir uns freuen können, worauf wir uns stürzen können, um die Zeit bis hin zu GTA 6 zu überbrücken. Und dann kommt noch GTA 5 auf der PS5, wer weiß, was sie noch da machen werden. Aber ich hoffe, dass Rockstar Games uns nicht enttäuschen wird und ich hoffe, dass genau diese Insel reinkommen wird. Was denkt ihr, Leute, wie die Insel aussehen wird? Würdet ihr euch freuen, wenn eine Insel kommt? Oder sagt ihr dann so, nee, eine Insel würde mich auch nicht freuen, ich würde trotzdem kein GTA Online zocken, ist mir immer noch zu langweilig. Schreibt mir doch mal in die Kommentare und lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.